Na hallo mal wieder. Das Uhu-Fieber ist wieder ausgebrochen. Und bei mir hat mich wieder mal meine Miezekatze draufgebracht. Ja. Die muss in letzter Zeit wieder ziemlich viel kotzen. Und da habe ich mir mal gesagt, na gut, dann musst du halt viel mehr staubsaugen. Hier in dem Raum, wo sie sich aufhält. Die ist ja immer da, wo ich bin. Also jetzt gerade nicht. Lässt mich am Tag meine 8 bis 10 Stunden so rum arbeiten und dann irgendwann kommt sie wieder, aber darauf kommt es jetzt gar nicht an. Einen Staubsauger habe ich gebraucht. Einen richtigen, der ordentlich hier den Dreck wegnehmen kann. Momentan habe ich noch das Problem, dass ich am Hausnetz angeklemmt bin, weil noch nicht alle Stromrechnungen bezahlt worden sind. Ein Teil ist schon bezahlt. Danke nochmal für eure Spenden. Und vom Hausnetz kann ich nur maximal 1 bis maximal 2 kW rausnehmen. Dann werden die Leitungen ein bisschen warm. Und also mein Industriestaubsauger mit 3,6 kW kann ich da nicht anschließen, obwohl der alles weggesaugt hätte. So, aber da wir sowieso ein bisschen weniger Kraft benötigen wollen demnächst an Energie, habe ich gedacht, ist es mal Zeit für so ein Roboter-Dingens hier. Ja, habe ich mir als B-Wacher von Konrad gekauft. Für mich als Bastler ist B-Wacher perfekt. Und habe ihn saugen lassen. So, dann steht aber hier schon in der Anleitung drin, dass es wirklich nur für Staub gedacht ist. Also irgendwelchen Dreck kann er nicht aufnehmen. Irgendwelche Abschnitte von irgendwelchen Kabeln oder sowas. Da ist er dann zu schwach dafür. Ja, habe ich gedacht, na gut, okay, macht ja nichts. Dann wird er einfach etwas in der Voltzahl gepimpt, dass er ein bisschen schneller ist. Der normale Motor, der war für 12 Volt ausgelegt. Und ich habe gesehen, die haben hier schon einen 14,4 Volt Akku verbaut. Also würde er 14, 15, 16 Volt mindestens aushalten. Und ja, dann habe ich mir halt mal so einen Pack zusammengebaut, wo eine Zelle mehr drin ist. Hier sind 12 Zellen drin. Hier habe ich dann 13 Zellen gemacht mit auch ein bisschen mehr Ampere. Dann wäre der Akku nur noch für einen Antrieb da, also dass er sich hin und her bewegen kann, und diese Akkus wären dann für den Motor da gewesen. Hat auch soweit ganz gut funktioniert. Bis wieder mal zu geil. Ursprünglich wollte ich einen Hans im Glück Bedini-Lüfter machen, hab aber vorher dieses Ding nicht runterbekommen. Und dadurch ist, also weil ich es nicht kaputt machen wollte, habe ich es dann halt so gelassen. Ihr seht es, jetzt habe ich es geschafft, aber wie es dazu gekommen ist. Ich habe mir zwischendurch einen anderen Lüfter geholt, der hat aber dummerweise hier ein kleineres Blechpaket, und habe mir als Hans im Glück Bedini gemacht. Der kam in der Drehzahl ungefähr so auf 3600 Umdrehungen, wo der 4900 Umdrehungen gemacht hat. Tja, und für irgendwas anderes kann man das schon nehmen, aber dafür dann jedenfalls nicht. Also habe ich mir gedacht, nimmst du den hier. Ja, jetzt aber nicht. Wir umziehen die Gürtel auf eigene Faust. So, sonst kriegen wir wieder Probleme mit den Rechten. Also, weißt du, ihr wisst schon, mit den Urheberrechten, so rum. Ah, jetzt bin ich raus. Wie geht's weiter? Faden, wo bist du? Ach so, ja, genau. Und dann habe ich das Ding richtig schön fertig gebaut gehabt. Wo haben wir denn den Deckel? Hier ist der Deckel. Eine extra Stromversorgung extra ran gemacht, wo eine Zelle mehr hat. Hat auch wunderbar funktioniert. Da ist dann von 4900 Umdrehungen auf 6600 Umdrehungen gekommen. Damit hätte ich richtig schön saugen können, aber ich wollte wieder zu viel. Oder was heißt zu viel? Ich habe mir am Anfang gewünscht, den Hans im Glück Lüfter reinzubasteln. Jo, ich bin dann jedenfalls auf die blödsinnige Idee gekommen, hier unten noch Magnete ranzumachen, richtig schöne Steige aus der Festplatte, dass praktisch gleich die ganzen Nägel und was weiß ich, was da unten alles liegt, was magnetisch ist, mit aufgesammelt werden kann. Und dann habe ich eingeschalten und dann war er kaputt. Ja, also ich habe ein paar Mal eingeschalten, am Anfang hat er noch gezuckt, aber ehe ich dahinter gekommen bin, dass es an meinem Magneten liegt, der da direkt unten drunter liegt, hat es etwas gedauert und jetzt macht er überhaupt keinen Mucks mehr. Und dann habe ich halt mal richtig schön fest dran gezogen, einfach nach oben gezogen, das Ding, und hat es in der Hand gehabt, ohne dass was kaputt gegangen ist. Yeah, strike! So, also machen wir jetzt doch einen Hans im Glück Lüfter da rein.
Tag Nummer 3 jetzt. Und der ist endlich fertig. Hier mit einer 12 Volt Ladeabschaltung dran, eigentlich für normale 12 Volt Akkus gedacht, aber auch für 18 Volt geht es ganz gut. Und da ist er noch. So, mal gucken, ob das dann auch so funktioniert, wie ich mir das denke. Einschalten. Das geht schon mal. Und zum Andrehen brauchen wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Noch ein bisschen. Ja. So, das ist jetzt praktisch der Lademodus. Ne? Jetzt kann man praktisch Batterien laden. Ich weiß nicht, ich baue überall Batterieladegeräte raus. Wenn ich da irgendwann mal ein UFO bauen soll, wird das garantiert auch ein Batterieladegerät. Ah, naja, Hauptsache irgendwas Praktisches damit machen. So, momentan haben wir eine Drehzahl von 3200. So rum. 3200. Und jetzt gehen wir mal in Turbo. So. Jetzt ist praktisch nur der Motorbetrieb und da bin ich bei 4200 ungefähr. 4900 hatte er vorher gemacht, original. Hab ihn da aber freilaufen lassen, ne? Und hier hat er jetzt schon ein bisschen Gegenkraft. Also ich bin mal gespannt, ob er... Klingt schon mal nicht schlecht. Ob er saugt. Na denn. Mal schauen, was er macht. Naja, es geht jedenfalls erstmal wieder. Gut, soweit von hier erstmal, bis später. Krass, das funktioniert. Er wird zwar ziemlich warm, ne? Ich habe extra mal noch ein paar kleine Löchlein reingemacht, dass die Wärme auch irgendwie wieder raus kann. Also Nonstop-Dauerbetrieb vielleicht nicht unbedingt, aber ihr seht, ja, jetzt kann er diese Schnipselchen endlich aufheben, was vorher nicht gegangen ist. Ne? Vorher hat er wirklich nur Staub gesaugt, wirklich nur dieses Zeugs hier und jetzt nimmt er auch das hier auf. Also, das klappt schon mal. So, wollen wir es uns noch mal kurz im Detail angucken, wie es verbaut worden ist. Dann gehen wir mal hier hinter. Also den Motor könnt ihr hier unten ganz einfach rausschrauben. Ne? Da sind die zwei Schräubchen dann dafür da. Ordentlich dran ziehen. Ne? Dann habt ihr ihn in der Hand. Und dann bin ich dahergegangen und habe mir mit einem feinen Schraubenzieher da einen Lötkolben praktisch rangehalten. Und mit dem Schraubenzieher hier rundherum, da wo praktisch die Befestigung ist, Löcher reingemacht. Dann konnte ich ihn in der Mitte rausbrechen. Ne? Und dann mit Heißleim von oben und unten wieder zugemacht. Hält bis jetzt ganz gut. Dauerbetrieb ist noch nicht getestet worden. Ne? Also so 5 Minuten am Stück hält es schon. Der Rest wird dann mal probiert. Die Kabel dafür, die könnt ihr lang genug machen und dann könnt ihr die einfach hier durchstecken. Hier kommen die Kabel lang und hinten dann die normale PNP, NPN, Hans im Glück Schaltung ran. Ich habe den Originaldraht genommen, der drauf gewesen ist. Habe eine in zwei Dreher, also genau in der Mitte geteilt von der Länge her. Und habe dann angefangen, meine Triggerwicklungen mit 0,15er Draht noch dazu zu wickeln. Ja, habe halt so viel gewickelt, wie halt drauf gepasst hat. Das waren um die 42 Windungen pro Starter ungefähr. Ja, und dann rennt das Teil, so wie ihr gerade eben gesehen habt. Jetzt kann ich nämlich auch meine riesengroßen Magneten unten ranpappen, dass auch die ganzen metallischen, magnetischen Sachen aufgesammelt werden können. Ja. Zwar noch nicht ganz ein UFO, aber vielleicht schon ein kleiner Schritt dahin. So, bis später.